Also, die Karre war total Schrott, ja. Ich wusste das eigentlich schon, weil dieses Auto, hatte ich dir ja gesagt, ne, ist schon seit 3 Monaten inseriert gewesen. Normalerweise Kalifornien, Südkalifornien, solche Autos für die Preise verkaufen sich innerhalb von ein, zwei Tagen. Da steht nicht 3 Monate. Aber das kann hin und wieder auch mal andere Gründe haben. Verkäufer schwer zu erreichen, der will nicht vom Preis runtergehen, was weiß ich. Habe ich natürlich Traumvorstellungen gehabt, dass das Ding vielleicht doch gut ist. Jetzt kommen wir hier an, natürlich komplette Verarschung. Der hat uns nicht erzählt, was damit los ist. Das Ding ist total rostig, gammelig, gespachtelt. Einfach nur ein Müllauto. Ja. Jetzt haben wir glücklicherweise 30 Minuten entfernt von hier noch einen Truck stehen und da fahren wir jetzt hin. Und schauen Sie nach. Sieht so eigentlich gar nicht so schlecht aus. Die Lackierung ist schön eigentlich. Von innen schön, Sitzbank ist schön. Ja, Lenkrad ist natürlich jetzt nicht der Hammer, ne? Da muss irgendwie ein neues Lenkrad rein, ne? Das ist natürlich jetzt nicht so der Burner. Okay, hier hinten, wie sieht's aus? Sieht auch nicht schlecht aus. Also ich habe eigentlich tatsächlich schlechter erwartet von Anfang an. Aber wir sind ja hier ja fast in Mexiko schon, ne? Und das ist halt das Ding. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, wie die Autos so sind, ob die nicht zugefuscht sind, zugespachtelt und so. Aber das sieht alles gar nicht schlecht aus. Ja, man sieht halt, die haben den Wagen lackiert und nachdem die den lackiert haben, haben die keine Türdichtung wieder eingebaut. Das heißt, hier fehlt natürlich überall die Türdicht. Hier drin siehst du die Originalfarbe und da beißt sich jetzt mit der Tür so ein bisschen. Siehst du, die Tür ist von innen lackiert. Ah, okay. Die Batterie ist leer, weil sie den seit Wochen nicht gestartet hat. Kann stimmen, kann aber auch nicht stimmen. Jetzt haben wir natürlich keine Batterie dabei, das ist scheiße. Aber wir gucken, ansonsten können wir auch nochmal einen anderen Tag wieder kochen. Aber ich guck mal eben, das irgendwie hier. Kann nicht irgendwas Dummes sein. Manchmal, wenn die Neutralschalter einen weg haben, musste ich hier so ein bisschen wackeln. Glücklicherweise hatte das Mädel noch eine zweite Batterie, allerdings ohne das passende Werkzeug, um sie auszutauschen. Also hieß es suchen und das passende Werkzeug finden. That looks like the tools. Here. Look at that. Here we try this. So, so ein kleiner Dreh, was das ausmacht. Ne? Jetzt kannst du das Ding so abziehen. Neue Batterie, die angeblich, sagten sie, aber hätten sie das schon ausprobiert. Ach, so fest wie die Pole waren, glaube ich das nicht. Neue Batterie. Oh, sagt was. Also, aber und das war's auch schon wieder. Ich hatte für eine Sekunde Hoffnung. Der Neutralschalter ist defekt, glaube ich, an dem Ding. Das gibt so den Impuls. Ja. Es läuft. Neutralschalter kaputt. Vergaser ist jetzt nicht, der ist ja neuer drauf, der ist jetzt nicht hundertprozentig eingestellt auf das Auto. Aber läuft gut. Ja. Öldruck ist auch da. Ich guck jetzt nochmal eben, ob der heiß will. Oder ob er nachträglich anfängt zu klappern. Sowas gibt es halt auch. Erst wenn die 2, 3, 4, 5 Minuten laufen, dann plötzlich anfangen Geräusche zu entwickeln. Das hat ja alles gut geklappt. Sie hat den Wagen rausgefahren. Jetzt fahren wir diesen hier eben raus, um zu gucken, dass das Getriebe schaltet, dass der Motor auch gut läuft. Dass die Lenkung nicht völlig ausgeschlagen ist. Also ich will nicht zu weit fahren mit dem Ding, weil ich weiß auch nicht, wie viel Sprit da drin ist. Und jetzt hatten wir natürlich gerade eben schon das erste Problem, dass er nicht ansprang. Ich weiß natürlich nicht, ob der nicht vielleicht irgendein elektrisches Problem hat, aber es ist dieser neutrale Safety Switch, nennt sich das Ding. Da war der Gangwechsel. Alle Getriebe schaltet. Scheint ein bisschen zu spät, aber das ist nicht schlimm, du kannst es einstellen. Oh,
auch noch irgendwie heiß dazu, ne? Das passiert auch. Das gibt's auch. Nee, also Auto haben wir jetzt gekauft, alles abgewickelt. Die handeln wohl so ein bisschen mit Autos. Ich glaube, die handeln irgendwie mit allem. Kommt jetzt nicht auch so vor? Also in dem Container da drin war, der war voll mit neuem Werkzeug. Da war alles neu. Das, die kaufen wahrscheinlich Sachen an und verkaufen die hier. Aber das ist ja nicht verkehrt. Ansonsten hätten wir auch den Truck nicht gefunden, nicht bekommen. Muss ja nicht immer privat sein. Das ist das, was die Leute sich immer so vorstellen. Wenn ich ein Auto kaufe, oh, das kaufst du vom alten Opa, der Erstbesitzer. Und das ist meistens nicht der Fall. Ja, sowas gibt es natürlich auch, habe ich auch schon öfter gehabt. Aber ganz oft ist auch An- und Verkauf dazwischen. Okay, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar, abonniert den Channel, um keine weiteren Videos zu verpassen.